Was ist die Grube? Wie funktioniert sie und wozu brauchen wir sie? Bleibt dran, denn das und wichtige Tipps erfahrt ihr hier schnell und einfach erklärt. Die Grube ist eine reine Endgame-Mechanik, vergleichbar mit dem großen Netherland-Portal aus Diablo 3. Um Zugang zur Grube erhalten, müsst ihr einen Albtraum-Dungeon der Stufe 47 erfolgreich abschließen. Albtraum-Dungeons der Stufe 47 und höher droppen übrigens immer 925er Ausrüstung. Zusätzlich erhaltet ihr neben der Möglichkeit, eure Glyphen aufzuwerten, eine Kiste mit Obolussen und Scherben. Und genau diese Scherben benötigen wir, um den Zugang der Grube zu öffnen. Die Grube ist in unterschiedlichen Stufen und Abschnitten unterteilt. Ihr startet logischerweise bei der ersten Stufe. Im Inneren der Grube befinden sich zwei Ebenen mit unterschiedlichem und zufälligem Layout sowie zufälligen Gegnertypus. Durch das Besiegen von Gegnern füllt sich der am rechten Rand befindende Fortschrittsbalken. Sobald dieser gefüllt ist, öffnet sich ein blutrotes Portal. Dieses führt euch und eure Gruppe zu einem Endboss. Auch die Endboss-Begegnung ist zufällig. Zusätzlich zum Endboss erscheinen auch zufällige Schatten anderer Endbosse, die ihre besonderen Attacken gegen euch richten. So kann es passieren, dass ihr gerade gegen den Baron kämpft, aber plötzlich Liliths Schatten auftaucht und sie sich mit ihren Schwingen auf euch herabstürzt. In den höheren Grubenstufen tauchen diese Schattenattacken im Endboss wesentlich öfter auf als auf den unteren Stufen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Endboss die größte Herausforderung darstellt. Die meisten Klassen können die Ebenen vorher ohne Probleme bewältigen, scheitern dann aber am Boss, denn diese verursachen wesentlich mehr Schaden und haben extrem viel Leben. Zudem habt ihr auch nicht endlos Zeit, denn für die beiden Ebenen und den Boss habt ihr insgesamt 15 Minuten. Allerdings erhaltet ihr immer eine Zeitstrafe, wenn ihr oder ein Gruppenmitglied stirbt. Für den ersten Tod eurer Gruppe gibt es eine Strafe von 30 Sekunden, für den zweiten 60 Sekunden und für jeden weiteren Tod 90 Sekunden. Für das erfolgreiche Abschließen erhaltet ihr neben ein paar Ausrüstungsgegenständen auch eine Kiste mit Aufwertungsmaterialien für die Vollendung. Dabei erhält derjenige, der die Grube geöffnet hat, die vollen Stufenbelohnung und alle anderen Gruppenmitgliedern jeweils die Hälfte. Zudem schaltet ihr die nächste Grubenstufe frei. Solltet ihr besonders schnell gewesen sein, werden sogar mehrere Stufen freigeschaltet. Wie schon erwähnt, erhalten wir am Ende Aufwertungsmaterialien für die Vollendung. Wenn ihr genau wissen wollt, wie die Vollendung und Härtung funktioniert, schaut oben rechts in die Infobox. Dort findet ihr ein passendes Video. Wie die Vollendung ist auch die Grube in drei Abschnitten unterteilt. Stufe 1 bis 30 sind der Einsteigerbereich und geben euch als Belohnung Obluziten. Diese werden benötigt, um eure Vollendungen der Stufe 1 bis 4 durchzuführen. Die Grubenstufen 31 bis 60 stellen den mittleren Bereich dar. Dort erhalten wir Ingoliten für die Vollendung von Stufe 5 bis plus 8. Und ab Stufe 61 erhalten wir Niedereisen. Dies wird benötigt für die Vollendungsaufwertung bis Stufe 12. Auf höheren Grubenstufen erhalten wir auch jeweils mehr von diesen Aufwertungsmaterialien. Auf der Stufe 61 erhalten wir beispielsweise 20 Niedereisen und auf Stufe 91 sind es bereits 50. Also kurz gesagt, pro Stufe erhalten wir ein Niedereisen mehr. Beim Okkultisten können Vollendungsmaterialien in andere Vollendungsmaterialien getauscht werden. Der Umrechnungskurs ist sehr vorteilhaft. Eine Umwandlung ist aber immer nur abwärts möglich, also können nur höherstufige Materialien gegen unterstufige getauscht werden. Beispielsweise kann Niedereisen in Obluzite getauscht werden, aber Obluzite und Ingolite können nicht in Niedereisen umgewandelt werden. Das Vollenden eurer Items, vor allem wenn ihr diese für die perfekte Aufwertung zusätzlich zurücksetzt, wird euch einiges an Zeit und Mühen kosten. Ein Abo auf diesem Kanal kostet weder Zeit noch Mühen und hilft euch dabei, immer auf den Laufenden zu bleiben. Zudem helft ihr mir dabei, die 1000 Abonnenten noch bis Ende des Sommers zu erreichen. Ich bin Nietzsche und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. And don't forget, we are the Shadow.